Mein Name ist Stefan Winnig. Ich bin Chefarzt der Klinik für Kardiologie, Rhythmologie und Angiologie am GZO-Spital Wetzikon und heute sprechen wir über das Thema Herzschwäche. Herzschwäche ist eine sehr verbreitete Krankheit und betrifft Frauen und Männer etwa in gleichem Maße. Und in der Schweiz leiden etwa 200.000 Menschen an einer Herzschwäche. Am häufigsten sind Personen im Alter zwischen 40 und 70 Jahren etwa von einer Herzschwäche betroffen. Es gibt aber auch durchaus Ausnahmen, wo jüngere Menschen davon betroffen sind, zum Beispiel im Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Das Herz ist das Zentrum unseres Herz-Kreislauf-Systems und es ist nichts anderes als eine Saugdruckpumpe. Es pumpt unser Blut durch den Körper und versorgt so unsere Organe mit Sauerstoff. Unser Herz verbraucht mehr Energie als jedes andere Organ in unserem Körper. Mit jedem Schlag bewegt es etwa 70 Milliliter Blut und wenn man das hochrechnet, auf 24 Stunden am Tag werden etwa 8 bis 10 Tonnen Blut pro Tag bewegt. Die Ursachen einer Herzschwäche können sehr verschieden sein. Zum einen gibt es die angeborenen Herzschwächen, zum anderen gibt es aber auch Krankheiten, die dazu führen können, wie zum Beispiel eine schlechte Blutversorgung des Herzens, Bluthochdruck oder auch Blutzuckererkrankung. Die Symptome einer Herzschwäche sind in der Regel eine Leistungsminderung, sind Wasser in den Beinen, sprich es kommt zu Schwellungen in den Knöcheln häufig und es kommt zu Atemnot bei Anstrengung. Wenn man Symptome einer Herzschwäche verspürt, sollte man seine Hausärztin oder seinen Hausarzt aufsuchen. Die Hausärzte sind in der Regel gut in der Lage zu differenzieren, ob es sich um eine Herzschwäche handeln könnte und können mit verschiedenen Tests, zum Beispiel Bluttests oder auch einem Röntgenbild vom Brustkorb, abschätzen, ob es Sinn macht, einen Kardiologen oder eine Kardiologin aufzusuchen. Diagnostizieren kann man die Herzschwäche mit verschiedenen Untersuchungen, in erster Linie durch die klinische Untersuchung bei Ihrer Hausärztin oder bei Ihrem Hausarzt. Diese Untersuchung kann man dann ergänzen durch zum Beispiel ein Röntgenbild des Brustkorbes, wo man auch Hinweise für die Herzschwäche sieht, oder Blutuntersuchungen. Sollten sich diese Verdachtsmomente bestätigen, macht es Sinn, einen Ultraschall des Herzens durchzuführen. Für diesen ist eine Überweisung an die Spezialistinnen oder den Spezialisten für Kardiologie notwendig. Seit neuestem führen wir hier im GZO-Spital auch Rechtsherzkatheteruntersuchungen durch. Mit dieser Untersuchung kann man feststellen, wie weit eine Herzschwäche fortgeschritten ist. Und das ist deswegen wichtig, weil es einen großen Einfluss auf die Therapie der Herzschwäche hat. Die Herzschwäche kann man behandeln durch eine medikamentöse Therapie, und zwar durch eine Kombinationstherapie von 4 verschiedenen Medikamenten. Sollte das nicht zum dauerhaften Erfolg führen, kann man in ausgewählten Patienten spezialisierte Herzschrittmacher einsetzen. Und sollte die Herzschwäche trotzdem weiter fortschreiten, kommt als letzte Möglichkeit tatsächlich die Herztransplantation in Frage. Die Lebensqualität mit einer Herzschwäche kann deutlich beeinträchtigt sein. Leistungsminderung und Atemnot stehen sicherlich im Vordergrund. Jedoch kann die Therapie der Herzschwäche die Lebensqualität erhalten und auch verbessern. Tatsächlich ist es so, dass wenn man eine Herzschwäche nicht behandelt, sie in 50% der Fälle nach 5 Jahren zum Tode führt. Genau deswegen muss man die Symptome einer Herzschwäche sehr ernst nehmen und frühzeitig den Hausarzt oder die Hausärztin aufsuchen und eine Therapie ebenfalls frühzeitig in die Wege leiten.